Nenne als erstes die im Sommer gestartete Image-Kampagne Wertvolles Pflegen, mit der wir zwei Ziele verfolgen, nämlich zum einen die Anerkennung und Wertschätzung für die Menschen, die in der Pflege tätig sind, auf breiter Front zu verbessern. Ich glaube, das ist gelungen, weil wir bei unserer Kampagne Wertvolles Pflegen auch sehr authentische Vertreter aus der Pflege haben. Ich habe Ihnen heute mitgebracht die Mitwirkungsrechte in Heimangelegenheiten. Mitwirken heißt mitgestalten. Das ist die Mitwirkungsverordnung zum Landesheimgesetz, die in vorbildlicher Weise die Rechte der Menschen in den saarländischen Heimen stärkt. Das betrifft die Pflegeheime, das betrifft aber auch die Behinderteneinrichtungen, wo nun die Möglichkeit besteht, aus drei verschiedenen Formen der Mitwirkung auszuwählen. Wir haben darüber hinaus für das kommende Jahr erstmals geplant einen landesweiten Tag der Pflege. Der wird stattfinden am 18. Mai 2014. Da werden zahlreiche Pflegeeinrichtungen ihre Pforten öffnen und wir wollen dann auf breiter Front Pflege sichtbar machen, die Arbeit der Menschen, die in der Pflege tätig sind, würdigen, aber natürlich auch Barrieren abbauen und Ängste nehmen im Hinblick auf alles, was zum Beispiel mit Altenpflege zu tun hat. Wir haben hier im Land ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut und deshalb finde ich, dass das Saarland in der Tat zu einer Modellregion im Bereich der Pflege werden könnte. Ich werde in hohem Maße angesprochen in Einzelfragen zu Einzelfällen von Heimbewohnern, von deren Angehörigen, aber auch von den Trägern der Heime in Fällen, in denen sie nicht so recht wissen, wie sie zurande kommen sollen mit einer bestimmten Situation. Meine Reaktion darauf ist dementsprechend auch unterschiedlich, weil es um die unterschiedlichsten Dinge geht. Es geht ums Essen, es geht um die Hygiene, um Medikamentengabe, um Pflegemängel, Hilfe oder unzureichende Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, um Fragen eventueller Vernachlässigung, um die Tonart, die irgendwo herrscht, aber auch um die Frage der Belegung. Wenn zwei Patienten, zwei Heimbewohner zusammen in einem Zimmer sind und sich nicht vertragen. Es geht um alles Mögliche, auch um Abrechnungsfragen. Die Reaktion ist deshalb unterschiedlich. Ich sehe mir ein Heim an, ohne mich anzumelden. Ich rede mit den Beteiligten getrennt. Ich rede mit den Beteiligten zusammen. Ich spreche unter Umständen einen Träger auf der höchsten Ebene an, je nachdem, wie das gelagert ist. Ich informiere den MDK, ich informiere die Heimaufsicht, wobei ich sagen kann, dass nach meiner Wahrnehmung diese Zusammenarbeit hervorragend klappt. Und wobei ich überhaupt sagen muss, dass die Personen, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, ihre Arbeit mit Herz und Verstand machen. Eine Kombination, die man nicht immer und überall vorfindet.